Hallo zusammen und willkommen zurück. Back in the USA sind wir wieder und ja, wir gucken uns jetzt gleich mal unseren vielleicht nächsten neuen Traktor an. Ich habe den MB-Trakt mal mit reingenommen. Ich habe aber auch noch was anderes mit reingenommen. Müssen wir mal vielleicht überlegen. Ich habe einmal hier einen Eicher gefunden. Schick klein, allerdings hat der halt nur sehr wenig PS. Ich tendiere dann doch eher hier zu unserem schicken MB-Truck hier. Hat jetzt zwar auch nur 75 PS in dieser Variante. Ich würde ihn auf jeden Fall mit Pflegebereifung auch nehmen, weil er hauptsächlich zum Spritzen erstmal sein sollte. Da brauchen wir dann klar die Fronthydraulik dazu. Aufkleber ist erstmal egal. Ausstellscheiben, Frontlader brauchen wir nicht. Wir hätten jetzt hier Motorausführung. Das wäre der 800er. Wir sind bei 34.000. Es gibt ihn. Ja, dann haben wir 80 PS, 85, 90. Ich gucke gerade mal, wie weit das geht. Die letzte Stufe werden 135. Oh, da kostet aber schon wieder 64. Das ist ja ein bisschen viel. Zum Spritzen brauchen wir ja eigentlich nicht viel Leistung, denke ich mal. Guck mal, wir nehmen ihn so. Wir nehmen ihn so in der Boost, in der 800er Baujahr 87-91. Farbe lassen wir da klar Standard, so wie es sich gehört. Weißt du was, wir kaufen den jetzt einfach. Wir kaufen den jetzt einfach. Ich will das Ding haben. Oh, die Hupe schon. Ja, es ist animiert. Die Frage ist, warum fährt er nicht schneller wie 29? Er raucht auf jeden Fall schön, das gefällt mir schon mal. Naja, müssen wir mal gucken. Der schaltet nicht in den vierten Gang. Warte mal. Wie war denn das mit dem Schalten? Gab es da irgendwelche Tasten für? Wir halten mal kurz an, um zum nächsten Fahrzeug. Frontladerkran. Rechts, links, unten sehen. Tempomat, ja, Hundegang. Wie war denn das? Irgendwo konnte man das doch einstellen mit dem Dings hier. Gangschaltungsmodus. Machen wir mal manuell. Es ist nur die Frage, wie schaltet man? Oh, jetzt geht das wieder los. Vielleicht zeigt er das ja jetzt an. Bremsen beschleunigen. Tempomat. Jetzt bin ich gerade etwas überfragt, um ehrlich zu sein.
Oder schalten wir mit VCA? Das kann da klar. Oh, hier, Gangschaltung. Gangschaltung. Hochschalten plus minus. Und die Gruppe mit 9 und 7. Dritter Gang. Vierter Gang. Jetzt legt er aber los hier. Die Frage ist, können wir, wenn wir jetzt wieder auf Automatik zurückschalten? Jetzt muss ich wieder gucken, wo das war. Gangschaltungsmodus. Jetzt gehen wir nochmal auf Automatik. Weil komischerweise die unteren Gänge schaltet er ja durch. Aber wir können dann immer noch manuell in den vierten Gang schalten. Gut, das reicht uns ja. Hauptsache, wir kommen voran hier. Haben wir jetzt einen schicken kleinen MP-Truck hier auf dem Hof noch zusätzlich? Weiß nicht, ob es so klug war, für ein bisschen, wie gesagt, Spritzen, Düngen, Sachen von A nach B fahren, dürfte der eigentlich voll und ganz ausreichen. Passt die Sache schon. So, da müssen wir nur mal gucken, wo müssen wir denn spritzen, auf welchem Feld? Auf der 29. Weil dahin kannst du dann auf jeden Fall gleich alleine fahren. Wir müssen nur gleich noch mal einen kleinen Fototermin machen. Wir wollen ja ein schönes Thumbnail haben für die Folge. Das können wir mal nicht machen. Das machen wir mal hier schnell auf der Wiese. Suchen wir so ein bisschen rein. So. Zack. Hier machen wir da. Bild ist gemacht. Perfekt. Und den Fronttank dran und dann mit dem Gibi. Ja, hier wäre auch Unkraut zu spritzen, hier nebenan. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie demnächst als Mission angeboten. Dann können wir da auch noch ein bisschen was an Geld verdienen. Wir müssen nicht immer so weit durch die Gegend eiern. Ich sehe aber auch, unsere Seemaschine ist bald leer. Da müssen wir demnächst mal rüber switchen. Wobei, das können wir ja dann gleich machen, sobald wir hier den auf die Reise geschickt haben. So, der Fronttank ist noch voll. Wo hängen wir den jetzt hier fest? Da ist doch nichts. Komisch. So, dann, Kollege, du weißt, der fällt irgendwie was. Dann mach du mal. Der ist aber auch schon gut vorangekommen hier, muss man sagen. Da würde ich aber sagen, hier entlassen mal den Helfer ganz kurz. Gehen dann hier zurück. Lappen einmal zusammen.
holen uns das Saatgut, was hier drin ist. Oder zumindest ein bisschen von dem. So. Und das sollte ja dann reichen, um das Ganze hier fertig zu bekommen. Also, wo haben wir denn aufgehört? Ah, hier. Jetzt wird es nämlich wieder spannend. Wir setzen den einfach hier an, sagen das Helfermenü, nahester Wegpunkt, Helfer einstellen und er macht da weiter. Ach, ist das schön. Es ist einfach schön, wenn es einfach besser wird, die ganze Geschichte. Und man muss wirklich einfach ein Riesenlob an die Jungs vom CP geben. Die haben jetzt seit dem 24. Genau, an Heiligabend kam ja die erste Version raus. Sind aktuell, gut, zum Zeitpunkt der Aufnahme muss man sagen, haben wir 12 Updates quasi schon bekommen. Das können jetzt vermutlich schon wieder eine ganze Ecke mehr sein. Aber wie gesagt, die Jungs arbeiten kräftig dran, damit das Ganze immer besser, immer komfortabler für uns Spieler wird. Und ich bin einfach nur glücklich. So, jetzt lass uns mal gucken. Laufen denn jetzt eigentlich die anderen beiden Dinger auch? Ja, guck mal, jetzt laufen wieder alle Gewächshäuser. So. Wo ist der? Der soll doch auf die... Oh, wir hätten eine kleine Düngemission. Ja. Aber wir hätten hier nochmal Spritzen auf der 58. Das nehmen wir gleich dazu. Das ist ja, muss ja hier irgendwo direkt neben dem Seefeld sein. So, 29 wollte ich gucken. Wo ist denn das? 28, 29 hier. Und wo sind wir? Hier unten. Ja, auch noch ein bisschen. Aber dann, wenn wir eine Düngemission haben, gleich den hier auch losschicken. Das ist eben auch der Vorteil von mehreren Traktoren. Man kann halt auch mehr Arbeit machen. So, das heißt, gut, die haben wir jetzt noch nicht angenommen, aber auf Feld 5. Da kannst du ja schon mal dahin fahren. Wir müssen da klar erst eine der anderen Missionen abschließen, bevor wir die annehmen können. Aber das sollte doch auch alles relativ zeitnah passieren. Bis der da oben ist. Wir können ja mal gucken, wie weit ist denn die See. Wir sind wieder bei 69. Ja, der schafft es nicht. Auch im Autodrive bleibt der einfach im dritten Gang stecken. Ja, dann schalten wir in den vierten und ab geht's. So, das heißt, wir müssen da ja eigentlich direkt an das Feld rankommen. Dann können wir auf jeden Fall gleich noch anfangen zu bespritzen. Wir müssen da wirklich eins nach dem anderen jetzt abreißen an Feldern. So, das hier noch nicht. Das nächste müsste es sein. Enjoy Nature. Jo, enjoyen wir schon die ganze Zeit. So, hier, das Feld müsste das sein. So, dann drehen wir den mal.
drehen und schieben. So könnte das passen. So, erster Arbeitseinsatz für den neuen MB-Truck. Ja, läuft. So wie es ja, laufen sollte. Perfekt. Da wird durch die ganze Mission kommt jetzt ja wieder gut Geld rein. Wie gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir den ja irgendwie dann auch bezahlt bekommen. Weil die 35.000 müssen wir wieder irgendwie reinholen. Das Feld heute noch fertig bekommen. Sind halt nur 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, ist jetzt nicht so rasend schnell. Aber oh, oh. Ja, ich sehe schon. Da ist ein Strommast. Ist immer noch da. Ja, dann klappen wir kurz ein Stückchen ein und wieder aus. Dann geht das jetzt noch. So, ich denke mal, vielleicht noch einmal hoch, dann dürften wir das schon fertig haben. Ja, 54. Ja, das wäre halt auch noch mal interessant. Ballenpressen noch mal ein. Eine Aktion, eine kleine, aber nö, nö, nö. Oh, oh, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Entschuldigung. Ja, war ein bisschen breit, ich weiß. Können wir den auf jeden Fall gleich noch zu seiner nächsten Aufgabe schicken. Dann ist der nämlich für die nächste Folge dann da, wo wir weiter arbeiten wollen. Das war ja 58. So, 58. So, guck mal. Der Düngestreuer ist da. Wir sind hier fertig. Perfekt. Das heißt, kriegen wir das noch? Ja, komm, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit. Haben wir. Feld 5. Welches ist denn das? Das hier neben mir. Dann machen wir das noch schnell. Müssen wir nur mal den. Gut. Hallo. Hier rüber schieben. Beziehungsweise fangen wir da oben an. Ja, da kann es sein, dass wir gleich das Eckchen nochmal nachdüngen müssen. Ja, wir gucken, dass wir das jetzt noch schnell hier fertig machen. Und dann ist aber auch gleich Feierabend für heute, ihr Lieben. Die Zeit rennt einfach. Die Zeit, die rennt.
haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Geld schon wieder verdient. So, dann machen wir hier das kleine Fitzelchen noch. So, Lohnsitzleistung abgeschlossen. Danke dafür. So, dann war's das für heute, ihr Lieben. Morgen geht's weiter mit, ja, mehr Arbeit auf jeden Fall. Also macht's gut. Bis dahin.